Was geht ab, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Ja, hier schöne Tasse Kaffee. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für die, die auf Instagram aktiv sind, wissen ja wahrscheinlich schon, was heute im Video vorkommen wird. Wobei, ich gehe stark davon aus, ich habe es ja sogar, habe das Auto ja meistens im Thumbnail drin, weißt du, dass ich nicht sowieso. Also, erstmal Benjamin, Hallöchen. Hallo. Ja. Guten Tag. Benjamin hat sich schon wieder mega über die ganzen Instagram-Follower gefreut, weil du hast ja auf deinem Handy das immer so durchlaufen, ne? Du lässt dir ja wirklich für jeden Abonnenten noch eine Nachricht schicken. Ja. Ja, siehst du, das ist Einsatz. Das muss belohnt werden, Freunde. Okay, der gute Mann hat sich vorbereitet. Ja, ihr habt gesehen, heute ist der Dodge Charger dran. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist der Schlüssel. Sieht das nicht edel aus? Also man sieht, viele der eine sagt, das, boah, sieht das ranzig aus. Aber überlegt mal, das Auto ist schon fast 50 Jahre alt, ja? Und genauso alt ist auch dieser Schlüsselanhänger. Also das ist schon ganz schön Premium. Ich meine, überlegt mal, diesen Schlüssel könnte eure Mutti in der Hand gehabt haben, als sie noch jung war. Oh, das Leder, das riecht auch so schön alt. Oh, was hast du denn hier am Start? Hier haben wir so ein paar Unterlagen zum Dodge Charger aus der Zeit und das ist natürlich absolut gesichert in schönen... Ah, das ist also extra auch in dieser Folie hier, genau, ja, damit das auch ja nichts vergilbt und da irgendwelche Leute dran rumpatschen. Genau, ja. So ist es, ja, damit es eben lange schön bleibt und man kann sich das ja gerne anschauen, wenn man mag. Ist das eine Zeitschrift, oder? Das ist das Prospekt zu dem Auto, genau. Ah, das ist also das Prospekt, wie man heute zu Porsche geht und sagt, ich möchte einen Porsche kaufen, kriegst ein Prospekt, das war damals das Prospekt. Genau, das waren damals die Unterlagen, die es zu dem Auto gab. Also das ist schon... Und der schon... Vorbesitzer hat zum Glück alles aufbewahrt, sodass derjenige, der ihn irgendwann mal bekommt, das schöne Auto, ein paar Unterlagen dazu hat. Die man sich dann vielleicht nochmal zu Hause anschauen kann, wenn man gerade nicht drin sitzt. Guck mal, wie adrett das Mädel aussieht hier. So, Leute, so ist man vor 47 Jahren durch die Gegend gelaufen, ja? Dieser Fashion-Rennjacke hier, der Kollege. Also... Das sah halt schon noch ein bisschen anders aus alles, ne? Was hast du da noch? Dort ist er gelaufen. Dort ist er gelaufen, Connecticut. Genau, also tatsächlich... Juni 73. Genau, das ist das alte Kennzeichen zu dem Auto. Und ich bin immer ganz froh, wenn wir Dokumente zu den Autos haben, damit man ein Stück weit die Vita nachvollziehen kann. Wann das Auto wo gefahren worden ist, wer der Besitzer war. Das macht es... für mich immer interessanter und für den nächsten Kunden in der Regel auch, weil er dann weiß, was er bekommt. Ein Auto mit Geschichte ist eben was Tolles. Ihr habt es gehört, liebe Freunde, ein Auto mit Geschichte ist was Tolles. Kann ich definitiv so unterschreiben. Und ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir ein bisschen Papierkram gemacht. Jetzt gehen wir einfach mal raus und schauen uns das Auto erstmal an. Es gibt ja nicht dieses Überschulter, sondern du hast es hier quasi hier unten irgendwie, ja? Ja, du hast Renngurte. Renngurte, so, dann muss ich jetzt hier mal... Okay. Amerikanische Renngurte. So, sitzt, passt, hat Luft. Muss ich das mal ganz kurz... Ne, ich muss das erstmal festziehen hier. So, warte mal. Sich anzuschnallen ist auf jeden Fall eine Kunst in diesem Auto. Ah, es hält. Ja? Ja! Ich bin angeschnallt. Geil. Wir haben ja hier absolut keinen, also hier ist ja, wir wissen, das Auto ist ja uralt, heißt also, wir haben hier keinen technischen Schnickschnack drin. Ja? Das ist richtig. Da ist, hier ist gar nichts. Aber schönes Holz hier auch, ne? Was ist hier noch was drunter? Oh, ach, das ist so eine Ablagefläche. Ja, genau. Ne? Oh, ja, guck mal hier. Ach, da hast du deine Sachen drin. Da habe ich meine Sachen schon mal reingegangen. Ja, schön. Guck mal hier, das ist hier alles mit Holz und das, also es sieht halt alles wirklich schon alt aus, ja, aber wie gesagt, vergesst nicht, dass das Auto auch echt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also ich finde, es hat Charakter irgendwie.
Ich fühle mich wie beim LKW. So, Gangschaltung haben wir ja nicht, wir haben Automatik. Wir haben eine schöne Automatik. Wir haben eine schöne Automatik und du hast gesagt, langsam anrollen lassen und dann sanft Gas geben. Oh. Voll geil, ey. Wie in so einem alten Matchbox-Auto. Ja, guck mal hier. Jetzt geht es. Perfekt. Und am besten gleich an der Ampel wieder rechts. Oh. Hier ist der Blinker, ne? Hier ist der Blinker, genau so ist es. Und es funktioniert auch alles. Geil. Boah, das ist so cool. Das macht ja richtig Laune mit dem Ding. Das ist so was anderes zum Fahren. Also überhaupt nicht dieses neu und hier überall so Leder und so. Das ist halt einfach puristisches Fahren. Das ist absolut vintage. Oder? Ne? Das ist mega. Absolut cool. Das Auto ist ja auch mehrfach in irgendwelchen Hollywood-Filmen zu sehen. Unter anderem General Lee. Fast and Furious doch auch, glaube ich. Genau, ne? So ist es. Als General Lee zieht er auch seine Runden durch Amerika. Da ist er dann in Orange. Ich finde, das ist ein mega cooles Auto vom Auftritt her. Auch von der, also die Sitze sind auch so hyperst bequem. Also das ist wirklich so wie so ein Sofasessel. Okay, Benjamin, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Auto. Also, 1970er Baujahr, 7,2 Liter Hubraum. Genau, 7,2 Liter Hubraum. Es ist ein echter Dodge Charger RT, das heißt Road and Track. Das ist die sportlichste Variante gewesen zu dem Zeitpunkt von dem Auto. Das heißt... Hier rechts oder geradeaus? Hier rechts. Oh, okay. Das heißt, wir haben sage und schreibe 651 Newtonmeter und haben 375 PS. In 375 PS hat der. Genau so ist es. Generiert aus 7,2 Liter Hubraum. Das ist natürlich absolut gigantisch. Das ist einfach männlich. Absolut männlich, ja. 7,2 Liter EcoBoost, ja, an dieser Stelle natürlich. Nein, Spaß. Das ist nicht Einzelradaufhängung, das ist ja dieses... Genau so ist es. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, wir haben starre Achsen und wir haben auch Blattfedern. Blattfedern, genau, so hieß es. Das ist... formuliere das mal so, das ist doch sehr komfortabel damit zu fahren. Ja. So, und... für unsere heutigen Verhältnisse bekomme ich ja nicht die optimale Rückmeldung von der Lenkung und auch nicht vom Fahrwerk. Ja, man merkt das schon, da ist halt ein bisschen Spiel mit drin. Da ist ein bisschen Spiel mit drin, genau so ist es. Boah! Also ich glaube, man kann aber auch der Tanknadel kann man zuschauen, ne? Ja. Woo! Boah! So, hier. So, hier nämlich. Moin, moin! Hey, Vorsicht, Audi-Fahrer! Also hier Vollbremsung hinlegen mit dem Ding ist ein bisschen schwierig. Wir haben hier wirklich ein technisch überholtes Fahrzeug. TÜV ist neu gerade. Ja. Der hat auch schon ein H-Kennzeichen. Hat ein bisschen Patina hier und da. Das Klar. heißt, für ein Fahrzeug, das rummelig 50 Jahre alt ist, steht er vernünftig da. Also man muss aber auch sagen, Man bekommt auch, man muss da kein Ferrari fahren, man bekommt auch mit so einem Auto Blicke zugeworfen. Ja? Es ist einfach so. Dann laufen die Leute über die Straße. Ey, ein Dodge, oh, boah, boah. Was rufst du für die Karre auf? 57.200 Euro, so steht er aktuell bei mir. Würde mich riesig freuen, wenn jemand kommt und sagt, das ist er. Also ich muss, also es ist auf jeden Fall ein Liebhaberfahrzeug. Es ist nicht so ein... Ja, ich tippe mal die Bremse an und dann läuft das hier, sondern man muss halt sich erst mit dem Fahrzeug wirklich anfreunden, glaube ich auch. Aber was ich auch geil finde, ist, dass man oben vorne auf der Motorhaube, das kannst du ja mal kurz zeigen. Genau, dass man die Blinker dass man sieht. Diese, erstens die Blinker sieht und zweitens auch diese Halterung genau. von der Motorhaube. Damit die unten bleibt. Richtig. Genau so ist es. Das haben ja hier Ford Mustang und so, die haben das ja auch teilweise dann. Ja, das sind dann die sogenannten Schnellverschlüsse, damit du, weil das ist ja ein Sportwagen, damit du schnell an den Motor kommst, wenn du ein Rennen fährst und was optimieren möchtest. Rausziehen, aufmachen, genau schrauben, so zumachen, zack, und dann geht's wieder ab. Schnell einen Liter Öl auffüllen und dann geht's weiter. Ein Liter Öl für die nächsten 20 Kilometer. So. Das ist so ein richtiges Muscle Car. So wie es im Buche steht. Also, jetzt hören wir mal. Boah! Da fliegen dir sogar die Haare nach oben, du. Boah! Das ganze Auto wackelt.
Boah, hör mir auf, ey. Was ist das? Ein Sound, Benjamin. Einmal noch, okay? Einmal noch. Boah, leck mich am Arsch, ey. Junge, 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 Junge. Was ist das schön? Was ist das schön? Nee, also ich hätte nicht gedacht, dass ein so etwas älteres Auto so viel Spaß machen kann. Nur mal eine kurze Frage. Weißt du das gerade zufällig, Benjamin, wie viel Gänge dieses wunderschöne Fahrzeug hat? Ja, das Auto hat 3 Gänge. 3 Gänge? 3 Gänge hört sich ein kleines bisschen, also hört sich ja nach heutigen Maßstäben ein bisschen wenig an, ne? Das stimmt. Die meisten Autos haben heute 6. Wenn wir Automatik haben, dann meistens ja so 5, 6, 7 Gänge mittlerweile. Genau, ne? So ist es. So, Benjamin, was hat er gelaufen? 36.550 aktuell. Das ist für ein 50 Jahre altes Auto ja gar nichts. Ja, das stimmt. Das ist so. Das ist ja absolut moderat. Das ist ja fast noch jungfräulich, das Fahrzeug. Ja, das Auto stand die meiste Zeit nur. Eigentlich schade, ne? Deswegen ist er auch in diesem vernünftigen, guten Zustand. Also klar, für uns heute ist das geil, dass der in dem Zustand ist, aber eigentlich schade, dass der so wenig bewegt worden ist, wa? Absolut. Da hat das Ding auch eine Hupe. Audi hört sich ja voll amerikanisch an, oder? Geil. So, Freunde, das war's von unserer Fahrt hier. Hat ja mittlerweile Tradition, dass wir noch einmal... Warte, einmal noch. Herrlich. So, liebe Freunde, unsere altbekannte Abmod Benjamin, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Fahren. Hat mega Spaß gemacht, ist mal was komplett anderes gewesen, also völlig anders als AMG oder 4C, sondern das war wirklich entspanntes Cruisen mit richtig brachialem Sound. War sehr geil, auch wenn man aufgrund des Alters des Autos dann noch ein bisschen gucken muss, dass man, ne, dass der auch so fährt, wie man das gerne möchte. Aber ich fand die Sitze super bequem, es hat mega Laune gemacht. Und ich würde sagen, Benjamin... Du freust dich sicherlich auch, wenn wieder ein paar Leute bei dir bei Instagram vorbeischauen. Unbedingt. Ja, bei mir natürlich auch, mit nicht mich vergessen. Nein, aber schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir beide freuen uns riesig. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi!